Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wie du sehen und hören kannst, ist das hier nicht meine normale Umgebung, die ich sonst habe in der Werkstatt. Ich möchte heute mit euch Klicklaminat verlegen auf einen Rohbau oder beziehungsweise in einer Sanierungsaktion. Und wie du das Ganze machen kannst, das erfährst du nach dem Intro. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Um Klicklaminat zu verlegen, benötigt ihr einiges Werkzeug. Ich wurde hier von der Firma Wolfkraft unterstützt, beziehungsweise das ganze Video ist in Kooperation mit Wolfkraft entstanden. Ihr werdet alle Werkzeuge und Materialien, die ich hierfür verwendet habe, unten in der Videobeschreibung finden. Bevor wir loslegen können und das Klicklaminat verlegen können, müssen wir uns erstmal den Untergrund bzw. den Boden begutachten. Der Boden sollte trocken und sauber sein. Des Weiteren sollten hier keine Unebenheiten vorhanden sein. Ihr könnt das Ganze mit einem großen Richtschall von etwa 2 Meter Länge überprüfen. Wenn ihr von der 2 Meter Länge eine Unebenheit von etwa 5 mm habt, dann ist das noch alles im Tolerantbereich. Wenn ihr mehr habt, solltet ihr den Boden mit Ausgleichmasse auffüllen. Nachdem wir den Boden sauber gemacht haben und gründlich abgesaugt haben, fragen sich bestimmt viele, die jetzt einen Teppichboden vorhanden haben. Ja, einen Teppichboden, den kann ich doch einfach liegen lassen, nehme den als Trittschalldämmung. Könnte man machen, haben auch schon viele gemacht, aber ich erzähle euch jetzt mal die Nachteile. Der erste Nachteil ist, in so einem Teppichboden sind sehr viele Milben und Bakterien. Das heißt, ihr würdet das einfach mit diesem Laminatboden überdecken. Nachteil für Allergiker. Der zweite Nachteil ist, wenn ihr jetzt einen schweren Schrank oder ein Bett auf dem Parkett oder auf den Laminat legen wollt, kann es zu einer Punktbelastung kommen oder einer Druckpunktbelastung. Und da würde so ein Teppich, da er sehr dick ist und weich, nachgeben. Das heißt, so ein Klicklaminat könnte durchaus sein, dass die Fugen dann aufgehen. Und der dritte Nachteil ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt Parkett verlegen wollt, Parkett wird noch verleimt bzw. verklebt beim Verlegen. Und es kann durchaus sein, dass wirklich der Kleber von diesem Parkett durch das Parkett durchgeht, mit dem Teppichboden sich vereint. Und dadurch kann dieser Bodenbelag bzw. der Parkett nicht mehr arbeiten, da er mit dem Teppich verbunden ist. Und das kann dazu führen, dass der Parkett sich dann ja im Grunde eine Wölbung macht nach oben hin. Und dann habt ihr immer so hohle Trittstellen in eurem Parkett oder Laminat, je nachdem. Und was noch dagegen spricht ist, so ein Teppich ist auch ziemlich weich und dadurch kann es auch durchaus sein, dass das Parkett oder Laminat, das wird ja schwimmend verlegt, dass das hin und her rutscht. Also ich würde euch empfehlen, den alten Teppichboden rauszureißen und zu entsorgen. Tut mir einen Gefallen, macht euch diese Arbeit, dann habt ihr nachher ein schönes und ein tolles Ergebnis. Und jetzt können wir auch endlich loslegen. Wir fangen jetzt einfach mit der Trittschalldämmung an. Ich habe jetzt hier eine separate Trittschalldämmung mir zugelegt. Die gibt es auch wirklich in unterschiedlichen Varianten. Die ist einfach wie so ein Puzzleteil aufgebaut zum Verlegen. Es gibt das Ganze auch in Rollen. Auch etwas dicker. Das hat ungefähr eine Dicke von 5 mm. Das solltet ihr natürlich auch beachten. Die Dicke von einem Trittschall und vom Parkett oder vom Laminat. Je nachdem, wie hoch ihr das Ganze aufbauen könnt, denn so ein Zimmer hat natürlich auch noch eine Zimmertür. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. So eine Trittschalldämmung gibt es natürlich auch schon integriert im Laminat bzw. Klicklaminat, je nachdem, was für ein Klicklaminat ihr verwendet. Das Ganze ist ziemlich einfach. Wir legen das jetzt wie ein Puzzle im Grunde in den Raum an. Und ich würde jetzt hier zum Rand hin, links und rechts, ungefähr 1 cm Luft lassen. Das ist ganz wichtig, damit der Schall, der sich nachher auf dem Boden ausübt, nicht auf die Wände übertragen wird. Denn dann haben wir nämlich keine Trittschalldämmung mehr. Und dann könnt ihr die Bar mit Isolierband befestigen. Ich empfehle euch, das Laminat vorweg in den Raum wirklich zu lagern und das über 2 Tage, damit sich das Laminat auch wirklich an die Raumtemperatur oder an das Raumklima anpassen kann. Des Weiteren empfehle ich euch immer, 2 bis 3 Pakete zu öffnen und dann abwechselnd immer ein Laminatbrett zu nehmen, damit wir nachher ein schön gleichmäßiges Verlauf oder Bild von der Oberflächenbeschaffenheit erzielen. Um Klicklaminat zu verlegen, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Ihr solltet darauf aber achten, dass das Ganze auch wirklich zusammen ist. Wenn ihr jetzt eine kleine Unebenheit spürt beim Verlegen, dann nimmt es sofort wieder auseinander und setzt nochmal neu an. Beim Verlegen müsst ihr darauf achten,
dass die beiden einzelnen Laminatbretter auch wirklich schön aneinander gleiten. Und dann hört ihr so ein kleines Klickgefühl. Dort drinnen ist eine Feder, die das ganze Laminat dann zusammenhält. Nun, bei der ersten Bahn legen wir sogenannte Abstandskeile. Ihr könnt Holzkeile nehmen oder diese hier von der Firma Wolfkraft, die sind aus Kunststoff und diese verzahnen sich. Man hört das jetzt auch hier und dadurch könnt ihr halt unterschiedliche Dinge aufbauen. Und diese würde ich immer hier an den Stoßkanten montieren. Wie gesagt, ihr solltet mindestens 1 cm Luft haben. Prüft das Ganze aber vorweg nochmal mit euren Abdeckleisten später, beziehungsweise Fußleisten. Manche Fußleisten decken wirklich nur 8 mm ab und am Ende kann es durchaus sein, dass die Fuge viel zu groß ist. Damit wir nun das letzte Brett zuschneiden können, nehmen wir das Brett, drehen uns das natürlich auf die richtige Stelle um, halten es hier ran, berechnen natürlich die 1 cm Luft, zeichnen uns das hier mit einem Bleistift an und nun können wir das Ganze mit dem Laminatschneider zuschneiden. Das Ganze ist auch kein Hexenwerk, ihr legt euch das Brett oder das Panel rein, stellt den Anschlag hier ein und dann könnt ihr mit diesem Laminatschneider runtergehen. Das ist keine scharfe Klinge, sondern das ist wirklich nur ein scharfes Eisen, was hier in die Passgenauigkeit in der Nut hineingeht. Dadurch durchtrennt man dieses Brett. Mit so einem Laminatschneider könnt ihr bis zu, ich glaube, 7 oder 8 mm schneiden. Darauf solltet ihr achten. Sowas ist wunderbar, denn hier entsteht kein Staub oder Dreck. Okay, ich habe ein bisschen geflunkert und zwar durchtrennt dieser Laminatschneider das Laminat, so eine kleine Fuge von 5 mm in etwa, aber wir benötigen hierfür keine Handkreissäge und dieser Schneider ist wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen. Jetzt habe ich die zweite Reihe gelegt und die zweite Reihe habe ich aber noch nicht mit der ersten Reihe miteinander verbunden. Das Ganze macht man in der Regel immer zu zweit bei Klicklaminat. Ich bin jetzt alleine. Und ich werde jetzt mal mein Glück versuchen, ob ich die zweite Bahn in die erste hineinbekomme. Das ist nämlich nicht so einfach. Wenn ihr dann die erste Bahn mit der zweiten Bahn verbindet habt, kann es durchaus sein, dass die erste oder zweite Bahn so sich leicht nach oben wölbt. Das könnt ihr mit einem Schlagklotz ausgleichen, beziehungsweise die zwei Bretter oder die zwei Bahnen miteinander zusammenfügen. Dein Schlagklotz hat hier verschiedene Falze eingefräst, ist meistens aus Buche, also ein Hartholz. Das könnt ihr dann dementsprechend an der Lut ansetzen. Natürlich immer sehr, sehr vorsichtig damit umgehen und nicht zu doll schlagen. Es kann sein, dass ihr dann hier die Lut oder die Feder von dem Parkett oder Laminat kaputt schlägt. Das könnt ihr ansetzen und ganz, ganz vorsichtig damit gegenklopfen. Dann kann es dazu kommen, dass die zweite Bahn oder dritte Bahn, je nachdem, dass wir die zu weit nach rechts oder links angesetzt haben, dass wir hier zu wenig Luft haben. Um dies dann auszubessern, gibt es ein Schlageisen. Das ist einfach ein Eisen, was hier Pads hat, damit wir diesen Parkett oder Laminat nicht beschädigen. Das legt ihr hinten in die Fuge hinein, wenn es dann noch geht. Und dann könnt ihr hier mit einem Hammer ganz vorsichtig die komplette Bahn auf der anderen Seite rüberschieben. Jetzt noch ein kleiner Hinweis von mir, verlegt das Laminat so, dass die einzelnen Bretter immer einen Versatz haben. Das heißt, wir sehen jetzt hier auf der linken Seite, sehen wir hier den Stoß und auf der rechten Seite sehen wir hier ganz rechts den Stoß. Das heißt, ihr solltet das Laminatbrett am Anfang mindestens 30 bis 40 cm lang lassen, je nachdem wie das Laminat es zulässt und dann setzt ihr die nächste Bahn an. Und deshalb haben wir auch einen Verschnitt von ungefähr 5 bis 10%. Kommt man ganz schön in Schwitzen bei so zwei Bahnen. Die ersten zwei Bahnen sind immer die schwierigsten. So, jetzt werde ich erstmal mein ganzes Laminat, was ich habe, mein ganzes Werkzeug auf der linken Seite oder je nachdem auf der rechten Seite platzieren, damit hier ordentlich Gewicht drauf kommt und damit sich die ersten zwei Bahnen nicht mehr verschieben können. Denn die habe ich jetzt perfekt ausgerichtet. So, ich habe jetzt die vierte Bahn verlegt und ich habe dafür ungefähr 2 Stunden gebraucht. Ich bin schon ziemlich außer Atem, dieses ganze Gebücke, es geht einem ja, ziemlich auf die Knie, deswegen sind die Knieschützer, glaube ich, ganz gut hier. Was ich euch nochmal zeigen wollte ist, es gibt ein Schlageisen und das gibt es auch nochmal in einer anderen Form, beziehungsweise ein Zugeisen. Und dann habt ihr hier einen Schlitten mit einem Gewicht drinne. Und dann könnt ihr das ganze Parkett oder Laminat auch auf Zug, beziehungsweise die Bahn könnt ihr auch nach hinten schieben dann mit einem kräftigen Schlag. Warum hat man so ein Zugeisen anstatt so ein Schlageisen? Ja, man braucht ja für einen Hammer auch immer einen gewissen Schwung. Und da hier kann ich auch wirklich sehr, sehr klein und engen Raum, brauche ich keinen Hammer. Da kann ich das Ganze mit diesen Schlittenfunktionen machen. Und das Ganze ist auch sehr, sehr praktisch und hilfreich. Wie bereits das Problem schon angekündigt, irgendwann kommen wir an einer Türzarre dran.
Das heißt, wir müssen jetzt das Laminat zuschneiden. Diese Türzarge hier wird noch demontiert, aber erst nachdem ich ein neues Fenster eingebaut habe. Das heißt, ich zeige euch jetzt mal, wie ihr es machen könnt, wenn ihr noch Türzargen vorhanden habt. In der Regel ist das so, wenn ihr eine neue Türzarge einbauen möchtet, wird erst der Boden komplett verlegt und dann kommt die neue Türzarge rein. Jetzt in dem Fall muss ich das Laminat der Türzarge anpassen, beziehungsweise man kann auch die Türzarge dementsprechend zusägen. Ich lege mir das Stück Laminat zurecht, lege das hier an der Stoßkante an, dann nehme ich mir einen Winkel und übertrage einfach das Maß, was ich jetzt hier habe. In dem Fall wird das Laminat unter der Türzarge ungefähr einen Zentimeter drunter geschoben. Markiere mir das Ganze und dann kann ich hier mit diesem Winkel wunderbar das Maß hier lang fahren und habe dann hier meine Schnittkante. Dementsprechend messe ich mir dann die Tiefe hier aus und zeichne die an und dann kann ich das Ganze ausschneiden. Und so eine Ausklinge könnt ihr auch wunderbar mit diesem Laminatschneider tätigen. Das heißt, ihr schneidet nur wirklich bis zu diesem gewissen Punkt. Hört vorher auf und dann legt ihr euch das Ganze längs hinein. Dazu müsst ihr diesen Halter, diesen Stopper entfernen. Dabei müsst ihr auch achten, dass ihr das Brett auch wirklich waagerecht reinlegt. Ansonsten wird der Schnitt schief. Und dann könnt ihr das schön entlang der angezeichneten Linie anschneiden. Und um Ecken aus dem Laminat rauszuschneiden, sind hier diese zwei Zähne. Damit könnt ihr wirklich 90 Grad Ecken, wie wir gerade eben getätigt haben, herausschneiden. Wie ich bereits erwähnt hatte, kommt diese Zarge heraus. Ihr könnt jetzt das Laminat um der Zarge herumlegen, dementsprechend ausschneiden. Oder ihr könnt das Ganze einsägen oder einschneiden mit einer japanischen Zugsäge ein. Dazu nehme ich ein Stück Restlaminat, drehe mir das Ganze um. Damit habe ich dann meine Höhe und dann könnt ihr wunderbar hier entlang sägen. Nach dem Zuschnitt können wir den Laminat auch wunderbar hier unter die Türzarge schieben und das Ganze wieder einklipsen. Und dann gibt es ja noch hier zu sehen die beliebten Heizungsrohre. Das ist eigentlich auch sehr, sehr einfach. Ihr benötigt da einfach zu einen Forstnerbohrer und die Japansäge. Ihr nehmt euch, ich habe jetzt hier ein Beispielbrett, ihr nehmt euch das Stück Laminatbrett, haltet euch das dementsprechend richtig an, zeichnet euch erstmal die äußeren Punkte von dem Heizungsrohr an, von den beiden. Danach legt ihr das Brett daneben, berechnet die Luft mit ein und übertragt mit einem Winkel die Tiefe von dem Heizungsrohr. Am besten plant ihr noch 5 bis 8 mm Luft ein und könnt diese zwei Punkte mit dem Forstnerbohrer und mit der Japansäge aussägen. Und irgendwann ist es auch soweit, dann kommen wir endlich an die andere Wand entgegen und wie ihr sehen könnt, habe ich das schon bereits alles fertig zugeschnitten. Noch ein kleiner Tipp von mir, ihr seht jetzt hier, ich habe hier ungefähr einen Streifen von etwa 3,5 bis 4 cm zugeschnitten. Das könnt ihr wunderbar mit dem Laminatschneider machen. Dazu müsst ihr einfach nur den Anschlag entfernen und dann könnt ihr größere Bretter oder das komplette Brett auf den Laminatschneider auf Breite zuschneiden. So sollte das eigentlich nicht gemacht werden, dass wir hier ein Brett von 3 bis 4 cm haben. Ich bitte euch, den Raum vorweg die Breite zu messen und dann eventuell das so aufzuteilen, dass ihr hier die Hälfte von einem Laminatbrett mindestens habt. Also mindestens 5 bis 10 cm würde ich hier haben, damit wir später keine Probleme haben. Es könnte durchaus sein, dass sich dieses letzte Brett von 3 cm oder 4 irgendwann mal nach oben wölbt. Und zum Übergang von Laminat zu Laminat könnt ihr hier solche Klebeleisten verwenden. Die könnt ihr dann problemlos hier auf beide Laminatseiten verkleben. Es gibt auch noch welche zu verschrauben, je nachdem wie viel Spiel und Luft ihr hier habt. Und zu guter Letzt müsst ihr natürlich noch die Abstandsteile entfernen. Wenn ihr diese nicht entfernt, kann es dazu kommen, falls das Laminat arbeiten sollte, dass sich Beulen im Laminat bilden. Also unbedingt die Keile entfernen. So, bevor wir jetzt aber weitermachen mit den Fußleisten, muss ich jetzt hier noch ein neues Fenster einbauen. Das ist mittlerweile geliefert worden. Normalerweise würde man ein Fenster einbauen, dann das Ganze tapezieren und dann den Boden verlegen. Deswegen mache ich jetzt auch noch nicht weiter mit den Fußleisten. Die Fußleisten kommen im Anschluss. Darüber wird es ein extra Video geben, wie ich solche Fußleisten verlegen werde.
Dafür gibt es eine extra Schablone, die dann zum Einsatz kommt. Aber ihr könnt das Ganze auch ohne Schablone machen. Aber das Ganze werdet ihr alles in diesem Video erfahren. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen und ahmt zum Nachmachen nach. Ansonsten findet ihr hier noch zwei weitere Videos von mir. Dort zeige ich zum Beispiel hier, wie ich eine Tür zage, samt Tür einbaue. Und in einem anderen Video zeige ich, wie ich euch oder wie ihr eure eigenen Fenster baden könnt. Bis zum nächsten Mal. Freitag um 19 Uhr, euer Mr. Handwerk.